Gib mir die Toilette. 63 ist endlich draußen. Leute, der Funkboom war krank und deswegen hat sich das Video so hart verzögert. Er hat aber gesagt, das Ding wird eine absolute Granate. Leute, es ist 2 Minuten lang. Ich habe sehr, sehr Bock. Und falls ihr auch Bock drauf habt, lasst ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß. Und lasst wirklich ein Like da. Ganz ehrlich, Leute, das vergesst ihr immer. Und wir gehen rein, let's go. Leute, am 29.09. um 18 Uhr kommt mein Merch raus. Das erste Mal so richtig offizieller Merch im Skibidi Toilet Design. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wir machen natürlich auch einen Livestream nächste Woche Freitag. Falls ihr Infos dazu wollt, geht einfach mal auf denomi.de. Viel Spaß. Jetzt geht's aber wirklich ins Video. Let's go. Was haben wir hier? Was passiert da? Bro! Skibidi Toilets greifen alles an. So ein Typ ist an einem Geschütz. Okay, knallt ordentlich rein. Er hat aber direkt einen abbekommen. Cameraman. Geht's dir gut? Oh Gott, was ist das denn? Nein! Ach du Heiliger. Hä? Ist das... ist das ein neuer Speakerman? Es sieht ganz danach aus. Junge, was geht denn hier ab? Ach du Heiliger, das geht ja noch weiter. Den kennen wir. Das war der aus der letzten Folge, glaube ich. Wo sind Titan Cameraman und Titan Speakerman? Wo seid ihr? Helft doch endlich. Wer knallt die da gerade runter? Hat der gerade geredet? Plungerman! War er das? Ist er das? Er ist es! Das ist Plungerman! Gigantschild ist wieder zurück! Ja! Let's go! Da habe ich mal ganz kurz meinen... Wer ist das da im Hintergrund? Gucken wir uns gleich an. Alter, was geht denn jetzt ab? Bruder, zu wild. Ich habe ein Secret entdeckt. Ja, Mann. Er ist wieder da. Das kann nur er sein. Und er zeigt einen Mittelfinger. Wow, Moment mal. Der Typ ist noch nicht RIP. Aber jetzt, oder? Bro! Was ist das? Ach du Heilige. Das war gerade ein Bomber. Aber Titan Cameraman und Titan Speakerman kommen endlich! Yes! Sie sind da! Junge, was war das für ein geisteskrankes Video? Leute, ich habe sehr Bock, jetzt mit euch reinzugehen. Wir gucken uns natürlich alle Secrets, das wird sehr, sehr geil. Oh, das ist sowas von cool. Ganz kurz, wer zur Hölle sitzt da am Geschütz? Ich habe keine Ahnung. Wir sehen, die Skibidi Toilets greifen an. Sie wollen jetzt diesen Ort übernehmen und sie schicken ganz schön viele. Und seht ihr den da? Ich glaube, wir kennen ihn schon. Das ist, glaube ich, ein Gegner gewesen. Hat man mal gesehen. Und da läuft der Cameraman weg, ne? Was zur Hölle? Wie brutal ist bitte diese Szene hier? Also gottlos, was der jetzt mit ihm macht. Ey, Leute, dickes Hashtag F in die Kommentare, wenn ihr das auf jeden Fall fühlt. Nein, Mann! Und er reißt einfach seinen Kopf ab. Bruder, das ist echt nicht cool. Aber wer ist er? Der erste neue Charakter, den wir hier sehen, das ist eine neue Form von Speakerman. Er sieht so ein bisschen aus wie Speakerwoman, aber das ist der ganz normale. Wer zur Hölle ist der Typ? Ich meine, er hat 2 geile Messer dabei, so wie Speakerwoman auch. Und glaube ich, schlitzt ihn jetzt einmal mal kurz weg. Das Ding war komplett clean, easy going durch. Komplett krank. Der Cameraman steht auf. Und was haben wir hier? Da ist... eine Truppe unterwegs. Sie wollen gerade raus. Und dann kommt dieses Skibidi Toilet, die in der letzten Folge den Cameraman umgelegt hat, kommt hierher und nimmt und wirft sogar das ganze Auto weg. Bro, wie stark ist der? Plötzlich sind noch 2 Skibidi Toilets hinter ihm, alles klar. Aber die werden runtergeholt. Nämlich von einer Technologie, die wir nur bei den Skibidi Toilets gesehen haben bisher. Plungers kommen raus, also diese Pümpel. Und Leute, es ist Giga-Chat. Er ist wieder da, er wurde transformiert. Und anscheinend haben sie die Toilette, diese Speed-Toilet genommen, die Plungers draufgehauen, noch ein geiles Jetpack draufgeklatscht und den Plunger-Man da wieder reingesetzt. Das ist ja sowas von fett, Mann. Guck mal, wie der das Ding abschallert. Geisteskrank. Und hier, Leute, haben wir das erste Secret. Plungerman ist natürlich da, aber guck mal hier im Hintergrund. Es schaut wieder jemand zu. The Fuck Boom
höchstwahrscheinlich der Charakter. Wir wissen ja nicht, was er macht. Schaut im Hintergrund und guckt, was die so treiben. Komischerweise schaut er erst, als der Plungerman hier auftaucht. Und genau, also er guckt erst, wenn der Plungerman da ist. Könnte bedeuten, meine Theorie, vielleicht ist The Fuck Boom dafür verantwortlich, dass die Charaktere repariert werden und zurückkehren. Und ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich eine gute Absicht hat. Wenn man jetzt mal diese Situation betrachtet. Das Upgrade natürlich, puh. Er lacht ihn so ein bisschen aus, feier ich gar nicht, Digga. Leute, Hashtag GigaChat auch in die Kommentare, wenn ihr findet, dass der Typ ein Dulli ist. Man lacht doch nicht den Plungerman aus, ganz ehrlich. Was soll denn das? Da würde ich auch einen Mittelfinger zeigen. Was soll das? Willst du ihn bomben oder was? Nix. So ein Ding ist das nämlich. Und guck dir den an, wie sauer der ist, ne? Der Speakerman gibt ihm nochmal miese Dröhnung, zack, rein. Und ausgeschaltet. Was ist eigentlich mit dem passiert? Warum sieht der so aus? Wir hören noch mal genau hin. Der Bomber hier. Ich finde den Ton komisch. Ist aber auch egal. Denn unsere Helden sind da. Endlich. Und wo wollen die hinfliegen? Das ist die Frage. Wo fliegen die hin? Wir haben keine Ahnung. Aber sie sind auf dem Weg, was ganz Großes zu erledigen. Finde ich gut. Und jetzt gehen wir nochmal in Reverse rein und schauen mal, ob wir das ein oder andere Secret vielleicht sogar noch rauskriegen. Und hier sehen wir, wie alles wieder zurückgeht, komischerweise. Was sind das hier für Sachen? Sind das Gläser oder was? Also irgendwie ist das so ein bisschen durchsichtig. Da fliegen sie zurück. Tschüssi, macht's gut. Jetzt müssen wir beim Ton genau aufpassen. Das Geräusch, ich finde das so komisch. Crazy. Was hat er da gerade gesagt? Hat er da gerade was gesagt? Das muss ich nochmal nachprüfen. Wir hören genau in die Situation nochmal rein. Habt ihr irgendwas daraus gehört? Ich weiß nicht. Nochmal. Ich höre da nichts. Also, weiß ich nicht. Müsst ihr mir nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwas gehört habt. Der Mittelfinger kommt als erstes und er springt da wieder rein. Er ist komplett ganz. Feiere ich auf jeden Fall, dass er wieder da ist, Leute. Ich habe den Giga-Chat vermisst, aber was ist mit Titan TV Man? Weiß man nicht. Und natürlich, Leute, The Fuck Boom, wie ihr hier guckt. Wir gucken mal, ob er gleich immer noch nicht da ist. Wir schauen einfach mal. So heftig. Wie er den auseinander nimmt, ne? Wahnsinn! Da hat er wieder geredet anscheinend. Wir hören genau hin. Ich kann das nicht hören. Ich kann, also das wird sehr schwer. Moment. Meine Ohren werden zwar wegfliegen, aber okay. Unmöglich. Unmöglich zu hören. Er stellt das Auto wieder hin auf entspannt. Töne wirklich sehr, sehr schwierig gewesen. Ist The Fuck Boom jetzt noch da? Nein, wir sehen ihn da nicht mehr an der Tür, Leute. Da ist nicht mehr unter uns. Er legt sich freiwillig wieder hin und sagt, Auf jeden Fall ein krasser Charakter. Könnte der Bruder von der Camera Woman auch sein? Weiß man nicht. Sieht auf jeden Fall fast genauso aus. Ist es eine neue Spezies oder was? Der hier auch richtig crazy, ne? Ja, ja, steck mal lieber den Kameramann da wieder auf. Sieht so aus, als hätte ihn gerade repariert, ne? Dumm. Okay. Komisch ist jetzt, dass er ist noch vor dem, also relativ nah an diesem Zaun, verteidigt hier mit der Waffe, liegt aber nachher voll weit hinter dem Zaun. Das kann ich nicht so ganz verstehen. So weit weggeflogen ist er doch gar nicht, oder? Wir gucken noch mal ganz genau hin. Er kriegt eine Rakete ab. Ja, und er liegt wirklich sehr, sehr weit hinter dem Zaun. Na gut, Leute. Also alles in allem, ich bin sehr zufrieden. Die Folge war sehr, sehr nice. Und Leute, der Plungerman ist endlich wieder da. Ja, oh, ey Junge, der schlürft da entspannt sein Drink, oder? Jo, was geht? Hallo? Was läuft denn hier?
Geil, Alter. Ja, was soll man machen, Bro? Oh, oh. Scientist? Was passiert da? Ach du Heiliger, was kommt da? Bruder Rip! Bruder Rip! Die sind alle dead. Oh mein Gott! Die Skibbity-Toilets greifen wieder an, aber stärker als je zuvor. Oh mein Gott, was ist das? Nein! F an den Kameramann. Leute, was war das für ein krasser Clip? Wir gucken natürlich jetzt nochmal rein, die ganzen Secrets, aber ich habe schon eine kleine Theorie, die ich euch gleich mit euch teilen werde, nachdem wir den zweiten Durchlauf gemacht haben. Gehen wir mal rein. Also gut, der Typ ist am Schlürfen, alles ist entspannt. Es wird gerade ein Cameraman repariert, wir wissen noch nicht, was mit ihm passiert ist. Hinten, aufpassen, es geht jemand daran vorbei. Bisher noch nichts Verdächtiges, aber aktuell scheint alles ruhig zu sein. Oben gibt es ein bisschen Stress und man sieht... Eine Toilette wird rumgeworfen. Wir haben oben einen Charakter. Oben rechts sitzt einer. Wir haben hier auf der Seite noch jemanden. Seht ihr das? Auf dem Balkon sitzt einer so ein bisschen. Und jetzt nimmt er die Toilette und wirft die direkt weg. Und der Speakerman ist auch ganz entspannt hier gleich unterwegs. Wir gucken noch einmal ganz kurz rein. Wir haben hier unten noch jemanden, da noch einen. Okay, es ist irgendwie hier so ein bisschen mit Bergen und so. Sieht fast so aus wie auf Rhodos, Alter. Ein bisschen aber noch auch Ägypten, kann ich mir zumindest vorstellen. Aber Rhodos, Leute, sieht fast genauso aus. Die Toilette erstmal völlig RIP. Warte mal ganz kurz. Ich muss hier einmal noch mal ganz kurz zurückspulen. Okay, das passt. Da oben ist eine Kamera, aber eine sehr große. Und er sagt, es explodiert was. Wir sehen direkt, ein Cameraman läuft weg vor den ganzen Toiletten. Moment mal, was ist das hier? Hier ist eine Frau auf einem Schild. Was zur Hölle ist das für eine Frau? Und vor allem, was macht die hier? Hier sind natürlich die Helikoptertoiletten. Okay, ja. Oh, Junge, was kommt da jetzt, ne? Das ist dieser Riesen... Okay, mal ganz kurz. Seht ihr eigentlich, wie groß das Teil ist? Es ist der Scientist, der mittlerweile möglicherweise stärkste Skibbity-Toilet-Charakter, den es je gegeben hat. Der ist größer als alles, was wir gesehen haben, und hat diese Boxen von TV Titan. Das kann nicht sein. Guckt euch an, wie die Cameramans instant sterben. Komplett RIP. Das hier ist anscheinend G-Man. Nein. Ich glaube, es ist die Boss-Toilet mit den Kopfhörern auf. Was bedeutet, Leute, dass selbst der Scientist diese Boss-Toilet mit den Kopfhörern drauf töten könnte? Wie gottlos ist das? Der Scientist ist jetzt der Stärkste. Meine Prediction, folgendes wird passieren. In der nächsten Folge wird Titan Cameraman und Titan Speaker zurückkehren. Die werden hier ordentlich reinclashen. Es wird übel Stress geben. Die werden natürlich eine miese Beulerei mit denen anfangen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Skibbity-Boss bald stirbt und der Scientist der neue Skibbity-Boss wird. Weil ich sowieso schon immer geglaubt habe, dass Skibbity-Scientist eigentlich der stärkste von allen ist. Seht ihr auch hier. Oh, es werden Bomben runtergelassen. Alter, neuer Bomber. Das ist neu. Hier kommen welche, da kommen welche. Okay, er geht schon weiter. Es gab nur direkt mal Stress, aber es ist eine komplette Invasion. Was macht der da? Nein, Digga! RIP! Bruder, RIP an den Charakter. Oh mein Gott, Alter. Kommt da Blut raus, Junge? Wie brutal ist das? Bist du besoffen? Oh, nee, ne? Diggi, was geht denn hier ab? Feierabend. Boah! Junge, Junge, die Folge ist auf jeden Fall nicht ohne. Wir gucken nochmal Reverse rein und schauen nochmal, was dann passiert. Wenn wir das Ganze mal von hinten betrachten, sehen wir... Ah! Ist hier irgendwo was? Eine Toilette, die leer ist. Keiner weiß, warum. Charakter oder sowas ist hier jetzt nicht in der Nähe. Ich habe bis jetzt nichts gesehen. Warum zur Hölle? Ah, das sind Kamerahelikopter. Mhm. Die werden gerade zerstört. Alter, wie so ein UFO sieht das gerade aus, Leute.
Auch die Laute von dem Scientist von Netscape Toilet. Was heißt das eigentlich rückwärts? Es hört sich immer irgendwie so ein bisschen anders an. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was es rückwärts heißen könnte, was dieses Skibidi Toilet die ganze Zeit sagen. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit, das zu untersuchen. Digga. Hier vorne ist noch ein Charakter, den habe ich vorher gar nicht gesehen, ne? Das sieht teilweise so dumm aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit der Toilette hier ausschaut, wenn das so rückwärts kommt. Sie kommt angeflogen. Er wirft sie darüber, er wirft sie hier hoch. Und jetzt geben sie den Down, ne? Ah, okay. Aber, was ist das eigentlich für ein Charakter hier vorne? Es stellen sich mir viele Fragen. Ich weiß tatsächlich noch nicht, was wir jetzt mit dieser Invasion zu erwarten haben. Natürlich, klar, die werden jetzt ordentlich Stress machen. Also jetzt gibt es den Clash. Aber wo soll das Ganze hinführen? Das weiß ich nicht. Schreibt mal gerne eure Theorien in die Kommentare. Und vor allem, wenn ihr Bock habt, dass wir nochmal gemeinsam die ganzen neuen Skibidi Toilet Episoden anschauen, dann schreibt einfach Hashtag Stream in die Kommentare und dann machen wir das natürlich. Was geht hier ab? Oh, der Cameraman ist am Laufen. Alter! Bruder! Der Typ ist rolling. Aha. Wer ist das? Yo! Der erinnert mich an irgendjemanden. Was ist das hier? Bro, was ist denn das? Diggi! Alter, da waren ja gerade so viele Sachen drin, über die wir reden müssen, Leute. Holy moly, was ist das bitte für eine Folge gewesen? Man merkt auf jeden Fall, dass The Fuck Boom immer krasser wird von Folge zu Folge. Also was da mittlerweile drin ist, heftig. Okay, ganz kurz. Es gibt eine neue Skibidi Toilet. Ich habe ein bisschen was im Hintergrund gesehen. Ich habe die neue Speaker-Dame gesehen. Da können wir da auch mal drüber reden. Ich habe noch so einige andere Dinge gesehen, die es so noch nicht bisher gegeben hat. Also in der Folge ist sehr viel Gesprächsstoff. Und ich freue mich auch schon, mit euch reinzugehen. Und vor allem natürlich nachher die Reverse-Action zu machen. Wenn wir sagen, let's go. Leute, erstmal, was ist hier eigentlich mit dem Kameramann passiert? Seine Hand wurde wahrscheinlich abgesägt, ne? Okay. Das hier schon mal sehr interessant. Komplett neuer Skibidi Toilet Gegner. Also es ist so ein... Ja, Bruder, ich see him rolling. Ich sag euch, wie es ist. Der ist auch mal direkt baden gegangen. Was haben wir denn hier? Ich zoome mal ein bisschen ran. Und wie man sehen kann, ist da hinten... The Fuck Boom. Was, Leute, was macht der da in diesem Gebäude? Wir haben hier unser erstes Secret in dem Video gefunden und er ist wieder da. Er sieht so aus, als würde er so ein bisschen hinter dem Stein rausgucken, diesen machen. Was geht, Bro? Alles cool da, Mann? Was geht? Weißt du, und wieder versuchen, so ein bisschen zu schauen, was hier gerade passiert. Das Einzige, was mich immer fragt, warum spannert der Typ so viel? Der guckt da die ganze Zeit, was die Leute so machen. Und nie hört man was von denen, nie mischt er sich ein. Oder sagt der vielleicht, oder hält der so ein bisschen die Fäden in der Hand, dass er immer guckt, dass die richtigen Gegner auf die richtigen Gegner trifft. Zum Beispiel beim Speakerman eben auch TV-Woman kommt und ihn dann befreit. Er hat das vielleicht gesehen. Man weiß es nicht. Es ist eine Menge möglich. Schreibt mal bitte gerne eure Meinung in die Kommentare, weil ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht, was der hier für eine Rolle spielen könnte. Wenn wir weiterschauen, sehen wir einen neuen Skibidi Toilet Boss. Das hier ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant, denn das erste Mal kann der die Technik von einem TV-Man umsetzen? Und das hier, Leute, ist vielleicht auch für euch sehr interessant. Es handelt sich hierbei um einen YouTuber.
der heißt Pinguins Null. Der YouTuber gibt seine Meinung in Videos bekannt und er hat doch irgendwie eine Mischung aus einem anderen Charakter, finde ich. Ich komme nur nicht auf den Namen. Also diese Brille zum Beispiel, das ist so ein bisschen, sag ich mal, komisch. Wir schauen uns mal hier seine Raketen an. Also zwei fette Rockets, dann hat er diese, da unten, diese Scheinwerfer, die erinnern so ein bisschen an den Super TV-Man, der mit den 6 Fernsehern, wisst ihr, der so richtig laut, richtig hell geleuchtet hat. So einer ist das und den müssen die jetzt erstmal irgendwie aufhalten. Und was ist das hier? Diese Speaker Woman, mega cool. Ich weiß nicht warum, Leute, aber TV-Woman war krass, Camera-Woman war krass und jetzt haben wir die Speaker-Woman und ihr müsst euch mal überlegen, immer sind die Mädels einfach die krasseren in Skibidi-Toilet. Die Mädels sind viel, viel stärker als die männlichen Gefährten. Gut, wenn es die gibt. Wenn es die gibt. Das muss man natürlich auch sagen. Aber beim Titan, also der Titan TV-Man ist mit Abstand deutlich stärker als alles, was wir gesehen haben. Und der Titan Cameraman natürlich erst recht. Hier, sie provoziert noch so und sagt so, hey Mann, richtig krass gemacht. Da geht die Rakete direkt zurück. Und hier, geiler Skill, die Messer in die Box. Und die schießt sie jetzt halt mit der Akustik rein. Das hier finde ich ein bisschen heftig, dieser Schrei, ne? Ist schon gruselig. Und instant runtergespült. Alter, was für ein geiler Auftritt. Oh, was haben wir denn da oben? Aha, guckt euch mal das genau an. Wir haben hier ein Flugzeug, eine Titan Speaker Box. Was könnte das bedeuten? Und Speakerman Speaker. Dahinter ist noch was. Ein Kran? Nee. Hier oben sieht man es doch mal in der kompletten Auflösung. Sehr, sehr, sehr heftig. Da oben irgendwie was Neues. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt der Kampf vorbereitet wird mit dem Skibidi-Toilet-Boss, oder? Sie guckt rüber. Die Leute fangen an zu tanzen. Die landen hier und so weiter. Der große Speakerman, Digga, ich habe ihn, glaube ich, auch noch nie tanzen sehen, oder, Leute? Wir gucken noch mal so ein bisschen in den Hintergrund. Ich sehe nichts so weit. Okay. Ich habe überlegt, Leute, ich habe echt überlegt, ob ich mal ein Video machen soll, wo ich auch so am Tanzen bin die ganze Zeit. Aber halt an verschiedenen Orten. Wenn ihr sowas feiern würdet, Hashtag Tanz in die Kommentare. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Reverse-Roll ein. Also wir werden das Ganze nochmal umdrehen und dann gucken mal, was wir da noch so rausfinden. Alright, eine grüne Ampel ist hier, Leute. Okay, ich weiß nicht. Die tut wahrscheinlich eher weniger was zur Sache. Gucken wir mal. Die heben wieder ab. Yo! Der Typ, Alter, das sieht so komisch aus. Ein richtiger Schmierfilm ist das. Als ob er die Messer in die Box reingeschossen hätte. Mega lustig. Ich habe die ganze Zeit Augen so ein bisschen auf das Gebäude, weil ich hoffe, der fuck boom oder so. Es könnte da noch was passieren. Okay, das Geräusch hörte sich jetzt nicht sonderlich anders an. Warte mal ganz kurz. Ich will einmal in die Road hier reingucken. Okay, wir sehen soweit nichts. Na klar, die Stadt ist zerstört. Okay, ja. Aber das ist ja mittlerweile auch nichts Neues mehr, ne? So krass, wie der Krieg da mittlerweile läuft. Das hier auch sehr interessant. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es eine Skibidi-Toilet jemals schon gegeben hat mit Reifen. Aber man sieht, hier tut sich was. Hier entwickelt sich gerade was. Klar, die können halt mittlerweile, die können natürlich auch fliegen. Aber mir fällt jetzt spontan keine Skibidi-Toilet ein, die irgendwie so Reifen hatte, was die kleineren Skibidi-Toilets anbelangt. Es sieht so aus, als würden die kleineren Skibidi-Toilets mittlerweile auch mächtig aufrüsten, was ein Problem sein könnte. Wie man sieht. Warte mal ganz kurz, die Ampel läuft noch so ein bisschen. Das ist ja richtig dumm. Der Arme! Bro, guck an, wie er weggerippt wird. Hier sieht man es doch. Bom!
Okay, Leute, das ist irgendwie ziemlich lustig, wenn ich das mache. F an den Kameramann in die Kommentare. Okay. Show me. Der Cameraman ist am Start. Die Skibe, die Toilets haben sich versammelt. Reden die gerade miteinander? Bro, was geht denn hier ab? Was läuft denn da? Ich hab's euch gesagt! Ich hab's gesagt, der Typ nimmt alles auseinander! Ich wusste es! Ich wusste es! Guck dir den an! Es gibt eine Secret Message! Bro, was ist das für eine Folge? Let's smash him! Okay, Diggi, ihr wisst ja, wie es ist. Ich guck mir das Ding erstmal komplett an, ohne da jetzt groß irgendwie ein Fass aufzumachen. Ihr habt das gerade gesehen, was ich gesehen habe, oder? Die Skibidi Toilet war dabei, getötet zu werden von ihren eigenen Leuten. Digga, ich dachte, ich guck nicht richtig. Und ich habe zu euch gesagt, dass die Wissenschaftler-Toilette die stärkste ist. Ich habe es damals gesagt, guckt euch an, Digga, wie groß ist die mittlerweile? Gottlos! Wäre die nicht da gewesen? Wer wäre der neue Chef gewesen? Wäre die Skibidi Toilet hops gegangen? Und natürlich auch, dass das TV-Man einfach die jetzt beobachtet hat. Wir machen jetzt Folgendes, wir gehen jetzt mal rein, ich analysiere das jetzt mal ein bisschen konkreter und dann werden wir uns natürlich das ganze Ding reversed angucken. Ich bin sehr gespannt. Oh, 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 ja, was haben wir denn da? Warte mal ganz kurz. Wir haben hier so ein Lagerhaus. Die Skibidi Toilet ist sehr, sehr komisch. Ich weiß nicht, was er hier für einer ist. Wirklich, bei Gott nicht. Wer ist das, Digga? Was ist das für ein Typ? Wir haben ihn schon gesehen, ja. Aber wie kommt er dazu, mit der Skibidi Toilet so zu reden erstmal, ne? Ist das ein Verräter, Mann? Man sieht hier, das erste Mal, so ein bisschen hat man das Gefühl, dass die Skibidi-Boss-Toilette Angst hat. Also wirklich traurig ist. So, die reden ja miteinander und ich nehme das so ein bisschen aus der Mimik raus, dass er sagt, was? Ist das wirklich passiert? Einfach entmachtet. Und guckt euch das an, wie auf einmal diese Maschine ihn eigentlich umbringen will. Ihr seht's, oder? Eigentlich ist das der Tod. Er kommt von hinten an, das ist ein Hinterhalt. Und da kommt die Wissenschaftler-Toilette. Und da will ich eins sagen, Leute. Im Leben das Wichtigste ist Loyalität. Es gibt immer, egal, also ich will nicht sagen, dass es gibt, die Boss-Toilette cool ist, aber es gibt immer irgendeinen, ja, der deinen Arsch retten kann, wenn du irgendwo bist und der deinen Arsch aber auch verkaufen könnte. Ist einfach so. Loyalität ist das Allerwichtigste. Egal, ob man Kollege blöd ist, mal für 3 Wochen oder so oder sonst was. Man zählt die Geheimnisse nicht weiter. Man hilft in der Freundschaft und so weiter und so fort. Und da seht ihr hier, ohne den Typen wäre der geliefert. Feierabend gewesen. Guckt ihr das an. Da freut er sich, ne? Das ist auch mein Gesichtsausdruck, wenn ich weiß, Digga, meine Bres, ne, oder meine Frau ist loyal. Ganz ehrlich. Maschine. Bro, guck dir diese Maschine mal an. Der, was hat er da alles für Upgrades? Toilette, Speaker. Ich weiß nicht, ist das hier eine Spinne oder so? Also, nee, das sind einfach nur so Roboterarme, ne? Was ist das da oben? Boah, das könnte ein kranker Fight zwischen Speakerman Titan, Titan Cameraman werden, weiß man noch nicht. Bro! Die haben sich den Daumen gezeigt! F für die Cameramans! Die Nachricht werden wir uns auf jeden Fall noch einziehen. Was geht hier ab?
Warte mal ganz kurz. Habe ich irgendein Secret verpasst? Lass mich einmal ein bisschen hier durchs Bild schauen. Wir gucken mal ganz langsam hin. Warte mal ganz kurz! Das ist doch das... Echt, warte mal. Ich dachte, das wäre Titan TV Man. Bro, kannst du dir nicht ausdenken? Ich habe das völlig vercheckt, Freunde. Aber ist er nicht. Ist er nicht. Nein, natürlich nicht. Er ist doch nicht da. Sie wissen aber, was zu tun ist. Die Helikopter warten. Es wird jetzt gesmashed. Aber wo guckt er hin? Irgendjemand kam gerade zu denen. Schauen wir das Ganze doch mal rückwärts an. Oh yeah. Was sagt der TV-Man? Oh, das wird tatsächlich nicht ganz so einfach. Ich muss jetzt einmal gucken, dass ich das ganze Ding hier so ein bisschen aufbereite und dann hören wir uns das nochmal an. Ich habe das jetzt mal getrennt voneinander, dass wir immer wieder hören können. This have to pay, das muss bezahlt werden, nochmal. This have to pay response. This have to pay respect. Drück F, um Respekt zu zahlen? Warte mal ganz kurz. Tatsächlich, Leute, alle Hashtag F in die Kommentare, um den Respekt zu zahlen. Ihr wisst, wie es ist. Und bitte nicht nur Hashtag F, sonst kriege ich vielleicht Stress mit YouTube. Schreibt noch irgendwie was Cooles dazu. Würde ich mich freuen. Aber was ist das denn für eine unglaubliche Folge? Und wofür sollen wir denn eigentlich Respekt bezahlen? Dafür, dass jetzt das Gibby die Toilette hier vernichtet wird? Mal sehen, wie das Ganze in Reverse ausschaut. Das sind die Verrätertoiletten, ne? Gottlos! Crazy! Irgendwie ergibt das halbwegs immer auch einen Sinn, wenn man Skibidi die Toilette Reverse abspielt. Ich check auch gar nicht warum, aber ja. Was haben wir hier? Yo, wer ist er denn? Er wollte gerade einen Cameraman fressen. Junge, was ist das? Alter, was ist das denn? Ja! Let's go! Bam! Der Speakerman fetzt 3, Digga. Und das war's mit der Toilette. Und da kommt der Cameraman Titan und schiebt das Klo mal ganz woanders hin. Digi! Ja! Let's go! Die beiden, die Junge, die zerstören alles. Guck's dir an! Die Speakermans! Sie übernehmen wieder die Stadt! Yes! Jetzt ist Feierabend. Die Skibidi Toilets kommen langsam zu ihrem Ende. Ja! Junge, ich bin heißer fast. Ich glaube, ich werde krank. Digga, war das ein geiles Video. Okay, wir gehen rein in die Analyse. Ihr wisst, wie es ist. Und let's go. Was haben wir hier? Wir haben da hinten irgendwie Leute laufen sehen. Okay, da sind noch das Skibidi Toilet. Junge, was ist das eigentlich für ein Hals? Bruder, runterspülen hier. Wir gucken mal da hinten. Ist das ein riesiger Kameramann? Ja, sieht so aus, ne? Bro, alles cool. Aber, ey, was ist das denn hier? Guck dir den mal an. Der sieht aus, als hätte er irgendwie so eine Boxhaube auf oder so. Und, ja, lasert halt überall durch, ne? Aber was sind das hier unten für Füße, mal ganz ehrlich? Guck dir mal diese Dinger an. Hinten sehe ich erstmal nichts, sein Auge. Ja, das ist wohl das Auge, dass man genau weiß, man ist ins Rib. Junge! Yo, habt ihr den Move gerade gesehen? Wir gehen aber kurz zurück. Er nimmt ihn und reißt ihn, glaube ich, was runter. Ja, er hat ihm eine Bazooka abgerissen, smackt ihn die andere Bazooka ab und gibt ihn so einen Headshot, Bruder. Feierabend, der ist so weg. Und da hinten kommt noch so ein Skibidi Toilet, die er mitnimmt und dann surft er nämlich auf der. Das habe ich gar nicht so richtig gesehen. Was ist das denn da drin gewesen? Eine Bombe?
Oha! Junge, wie cool ist das denn? Ey, Bro! Einfach geiles Video, ne? Und hier sieht man ganz kurz die Speakerman-Can jetzt zurück. Was heißt das? Ich glaube, Leute, Skibidi Toilet ist bald zu Ende. Warum? Weil die, also Speakerman und Titan Cameraman sind jetzt sozusagen vereint, kämpfen jetzt mit vereinten Kräften und naja, jetzt haben die Skibidi Toilets einfach keine Chance mehr. Und was bedeutet das? Die Speakermans, so wie ihr hier seht, die erobern jetzt die Stadt zurück. Und dann, ich weiß nicht, was der hier oben macht, aber hier ist schon wieder einer am Tanzen, wird Skibidi Toilet verdrängt. Überall kommen sie her. Und da tanzt schon wieder so einer, ne? Digga, wie cool. Alter, nee. Aber das ist das Krasseste. Sie sind vereint. Yes. Bro. Kannst du mir erzählen, was du willst, aber das ist eins der coolsten Bilder, die ich in Skibidi Toilet gesehen habe. Junge, zu krass. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal in Reverse an, Leute. Ihr wisst ja, wie es ist. Und ja, bei dem Flieger oben, ich habe hier gedacht, hier will irgendwie was. Aber ansonsten, was ist das hier unten? Seht ihr den da? Ist das eine Statue? Er bewegt sich nicht. Eine Frage stelle ich mir natürlich, was ist mit The Fuck Boom? Wo ist dieser komische Charakter, der da oben auf dem Roof stand und immer wieder aufgetaucht ist? Wir sehen ihn hier zumindest nicht. Aber, naja, er ist jetzt ja auch erstmal nicht ganz so wichtig, ne? Junge, guck. Krass. Keine Secrets weit und breit. Was ist das hier? Okay, das ist vielleicht ein Toter oder was? Oh no. Warte mal ganz kurz. Hier tanzt natürlich noch einer. Ist das Camera Woman? Konnte man sehr schlecht sehen. Was geht hier ab? Erstmal alles cool. Junge, er sieht aber auch böse aus, ne? Blau und Rot, Leute. Die Komplementärfarben von Gut und Böse. Echt so. Ah, der hatte zwei Bazookas da oben drauf. Und was hat er ihn da... Was hat er ihn da reingesteckt? Ein Schwert oder so? Das sieht aus, Mann. Als würden die Skibidi Toilets wiederbeleben. Ich sag euch ehrlich. Oder ist so am Wegfliegen. Und hier ist auf einmal alles ruhig, ne? Kranke Laser. Ja, schon ein bisschen erschreckend. Wir gucken mal hier hinter im Hintergrund. Konnte man jetzt auch schlecht erkennen. Oi, 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 was haben wir hier? Cameraman wird gefressen. Diggi, was ist das denn? Wer ist er denn, Bro? Ja, der Speaker Titan. Smash! Einfach, ey, er ist zurück. Er feindet jetzt rein. Und was willst du denn eigentlich? Jo, er hat ihm so einen dicken Shot gegeben, Mann. Als ob dem das was ausmacht. Ich habe eben schon ein Secret gesehen. Aber das hier, Junge. Titan Cameraman ist auch am Start. Ja. Okay, Digga, das ist ein sehr, 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 sehr geiles Ding. Da war noch ein Secret. Oh, Leute, die Folge hat auf jeden Fall einiges für uns am Start. Ich habe auf einem Dach einen Mann gesehen. Wer das ist, weiß ich noch nicht, aber es hat das gleiche Licht gehabt wie in der anderen Episode, als auch immer auf dem Hof steht, die beobachtet einer. Und ich werde euch jetzt zeigen, wer das ist. Gucken wir mal rein. Was haben wir denn hier? Aha. Ja, ich muss da ganz kurz gucken. Haben wir irgendwie neue Enemies oder sowas? Nö, sieht alles ganz okay aus. Ja, nee. Also, was ist das eigentlich? Das ist eine Skibidi Toilet, die so viele aufgespießt hat. Bruder. Wer ist er da links eigentlich? Haben wir auch noch nie gesehen. Sonst hier irgendwie was? Nö. Da kommt aber Speaker Titan, Junge, und er nimmt wieder alles auseinander. Dass der Turm nicht eingekracht ist, okay, Bruder. Finde ich schon echt ein bisschen heftig. Da oben. Seht ihr das? Da oben steht jemand. Alle sagen immer, ah, es ist der Fall. Boom, ah, das ist der und der.
Leute, man kann das sehr, sehr schwer erkennen. Also wenn ich da jetzt mal raufzoome, sieht man ja auch, dass da wirklich nicht so viel Gesicht bei ist. Man muss aber halt auch sagen, vielleicht... Oh, warte mal ganz kurz, da haben wir doch was! Leute, Leute, Leute! Oh mein Gott! Ihr könnt das sehen, was ich sehe. The fuck, boom, beobachtet hier alles. Fraglich ist, das müsst ihr jetzt auch mal in die Kommentare schreiben, ist der eigentlich gut oder böse? Weil ganz ehrlich, Leute, ich habe manchmal so den Eindruck, er ist gut, manchmal er ist böse, wenn er sich nirgendwo einmischt oder vielleicht befehligt er auch irgendwie noch so eine Spezialarmee oder sowas. Vielleicht ist er, man weiß nicht, vielleicht stellt er auch einfach die Skibidi Toilets her, weil The fuck, boom ist ja eigentlich auch der Ersteller. Das gibt mir die Toilets, was ihn ja auch wieder zum Bösewicht machen würde. Erzählt mir einfach in die Kommentare, was eure Theorie ist. Interessiert mich sehr. Ihr wisst, ich lese mir das natürlich durch. Ja, wir gehen mal weiter. Was geht hier ab? Die wollen einfach Titans Megaman noch ruinieren. Von hinten will ich mir das absägen, ne? Kannst mal richtig knicken, Bruder. Was haben wir hier? Eine Brava Bank? Sagt mir so jetzt erstmal nichts. Viele Skibidi Flugzeugtoiletten kommen hier natürlich angeflogen. Man kennt ihn. Wenn wir gucken, ist der Fuckboom noch hier oben? Nee. Also oben ist er definitiv nicht. Man sieht es halt auch schlecht. Der Kameraschwenker war halt gerade da. Aber wie lächerlich ist das denn bitte? Du kannst dir doch nicht 10 Raketen da reinjagen. Bro, das ist so ein heftiger Endmove. Alter. Dann einfach alle mit ganz entspannter Flugpose ruiniert, ne? Nach wem sucht hier der Kameramann Titan eigentlich? Ich weiß es nicht, weil er kommt halt an, er hat ja gesehen, Titan Speakerman ist weggeflogen. Trotzdem macht er halt so, Bruder, was geht hier? Das ist halt so ein bisschen, ja Leute, was soll ich sagen, ne? Irgendwas muss da dran sein. Der hat irgendjemanden gesucht. Seine Hände. Und da oben sieht man, wie der The Fuck Boom Mensch einfach dann vom Dach natürlich wegläuft, ne? Keine Ahnung, was der da wieder gemacht hat. Aber warum hat der Cameraman Titan irgendwie seine Hände so rausgemacht? Auch sehr komisch, Leute. Und dass die da alle ablenken. Also, Leute, die hängen da an so einer Laterne. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich finde, ihr müsst jetzt auf jeden Fall auch ein Like da lassen, dass ich mir bei der Gamescom extra die Arbeit mache, für euch ein Video aufzunehmen. Ich entschuldige mich jetzt natürlich auch nochmal kurz für die Qualität, weil es könnte sein, dass das Video ganz anders anhört. Aber Leute, man kann da nichts machen. So ist das halt, ne, wenn man unterwegs ist. Okay, wir gucken uns das Ding mal in Reverse an. Wird sehr interessant, denke ich. Und die rutschen hoch. Jo, wie das aussieht, hä? Okay, gucken wir mal. Komisch, ne? Also er macht wirklich so dieses, er hat irgendwas erwartet, irgendwas gesucht. Vielleicht vermisst er auch einfach Giga-Chat, Leute. Jo. Als ob der Speakerman die Toilets herstellt. Ne? Total crazy. Warte mal, hab ich da was gesehen? Ich guck einmal ganz kurz. Nö, soweit ganz gut. Da war aber noch irgendwie ein Gebäude, was ich... Okay, das war nur so eine halbe Kirche, Leute. Als ob er die Skibidi Toilets herstellt, ne? Das sieht so bescheuert aus. Los, flieg weiter. Ah. Ist hier irgendwas? Nein. Aber da... Wo kommt der her? Ja, guck dir den mal an. Yo, Bro. Ey, alle Influencer, wenn du sie triffst, Digga, diesen. Okay, nicht jeder. Aber, mal ganz ehrlich, was ist das eigentlich für eine Killer-Toilette, die hier die ganzen Leute aufgespießt hat, ne? Ich habe ein TV-Man-Bild bei so auf der Gamescom. Da hat sich jemand als TV-Man verkleidet. Ich poste das nämlich auf YouTube. Könnt ihr euch mal reinziehen. Der ist so witzig auch gewesen. Wenn ich das jetzt hier so sehe... Eine Sache ist aber sehr, sehr auffällig. Hier ist kein TV-Man dabei. Das sind nur Speaker und Cameraman. Bedeutet das, dass die TV-Man eigentlich die stärkste Rasse sind? Könnte halt sein, weil ich hab eigentlich noch nie einen Toten gesehen, fällt mir gerade mal auf. Wie ist es bei euch? Hey, ich hab recht, oder nicht, ne? Sehr crazy. Der macht natürlich den Abfetzer. Ja, ist keiner dran. F für diesen Ehrenbruder, Bro! Ich würde ihm gerne helfen, wenn ich könnte. Leute, der wurde so gerippt hier, Mann. Was willst du machen?
Ah.